Der Streit über den Bestattungsort für die Gebeine des 1452 bis 1485 ist entschieden. Ein britisches Gericht hat verfügt, dass die sterblichen Überreste in Leicester beerdigt werden sollen. Entfernte Verwandte des Monarchen hatten behauptet, Richard würde wünschen, in York bestattet zu werden. Über eine Berufung gab es noch keine Entscheidung. Die drei Richter bezeichneten den Fall als einmalig und außergewöhnlich. Es gebe keine Gründe, den Beschluss der Regierung zu kippen, Leicester eine Begräbniszulassung zu gewähren. Es sei an der Zeit, Richard eine würdige Wiederbestattung zu gewähren und ihn zur letzten Ruhe zu betten. Die Gebeine sollen in der Kathedrale der Stadt aufbewahrt werden. Außerdem seien die Bauarbeiten in der Kathedrale von Leicester, wo der König begraben werden soll, schon weit fortgeschritten. Die sogenannte Plantagenet Alliance um Stephen Nicolai, Richards Großneffe in 16. Generation, hatte erklärt, die Regierung habe nicht ausreichend die Wünsche des Königs oder seiner lebenden Verwandten in Betracht gezogen. Richterin Hederhalet sagte dagegen, es gebe keine Hinweise darauf, dass Richard III. Wünsche über seinen Bestattungsort ausgedrückt habe. Die Kläger repräsentierten eine kleine Gruppe seiner Nachkommenschaft, die auf eine Zahl zwischen 1 Million und 10 Millionen geschätzt werde. Richard wurde 1485 in der Nähe von Leicester getötet. Er war schnell ohne Sarg in einer inzwischen zerstörten Kirche beerdigt worden. Britische Forscher hatten im September 2012 ein Skelett unter einem gefunden. Ein DNA-Test ergab später, dass es sich um die Gebeine von Richard III. Handelte. Queen Elisabeth II. Hält sich neutral. Vertreter der Kirche in Leicester hatten erklärt, die Gebeine sollten eine würdige Ruhestätte in der Kathedrale der nordenglischen Stadt erhalten. Die erneute Beerdigung der Überreste des Herrschers aus dem 15. Jahrhundert war ursprünglich für dieses Jahr geplant und sollte voraussichtlich 1 Million Pfund, knapp 1,2 Millionen Euro, kosten. Danach hatte die Stadt York Ansprüche angemeldet. Richard III. War ein Spross des Plantagenet-Zweiges, der in der nordenglischen Stadt residierte und einer ihrer berühmtesten und beliebtesten Söhne war, wie der Stadtrat an die britische Königin Elisabeth II. Schrieb. Deshalb solle er in York begraben werden. Die Queen aus dem Hause Windsor verhielt sich in dem Streit allerdings neutral. Nicht nur der Rechtsstreit hat Richards feierliche Bestattung verzögert. Auch die Debatte um das standesgemäße Grabmal sorgte für Ärger. Die ursprüngliche Version war auf Widerstand der Richard III Gesellschaft gestoßen, sie fror daraufhin ihre Finanzierung ein. Nun wollen die Verantwortlichen bereits in 3 oder 4 Wochen einen neuen Entwurf vorlegen. Der Festakt könnte dann im Frühjahr 2015 stattfinden. Richard III. Ist der bisher letzte englische König, der in einer Schlacht ums Leben kam. William Shakespeare hatte ihn als buckligen Thronräuber dargestellt, der über Leichen ging und nach seiner Niederlage bei Boris feststellen musste, ein Königreich für ein Pferd. Viele Historiker halten das Bild Richards für überholt und schreiben es einem Propagandafeldzug seiner Nachfolger aus dem Hause Tudor zu. Inzwischen gilt der letzte König aus dem Hause York manchen sogar als Reformer, der das Strafrecht liberalisierte und Beschränkungen im Buchdruck aufhob.